gründen. Nie. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute diskutieren wir endlich, und wir sind dabei schon ziemlich spät dran, über die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Und der Umfang dieser Reform mit 13 Verfassungsänderungen ist in der Tat erheblich. Und es geht hier um nichts Geringeres als um unseren Föderalismus und darum, diesen zukunftsfest für mindestens die nächste Dekade, wenn nicht länger, aufzustellen. Ich will vorweg sagen, wir Grünen werden, auch wenn wir die bisherigen, ich sag mal, Hinterzimmerberatungen der Großen Koalition für intransparent und im Ergebnis ineffizient erachten, hieran jetzt konstruktiv mitarbeiten. Denn es geht um die Planungssicherheit von Bund und insbesondere den Ländern, und das vor dem Hintergrund der Verpflichtung der Länder, ab 2020 die Schuldenbremse einzuhalten. Es geht hier um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand und auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in eben diese Handlungsfähigkeit. Kern der Reform ist die Abschaffung des Länderfinanzausgleichs im eigentlichen Sinne. Herr Schäuble hat das schon ausgeführt. Dass die Länder selbst, gerade auch überzeugte Föderalisten in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit, den Länderfinanzausgleich gerade auch als sichtbares Zeichen ihrer Solidarität untereinander aufgeben, finde ich bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass wir das von der Bundesebene aus alleine werden zurückdrehen können. Das haben die Ministerpräsidenten so beschlossen. Aber dass dieser MPK-Beschluss den Charakter unseres Föderalismus ändern wird, das glaube ich schon. Es ist das ausdrückliche Ziel dieses Beschlusses, dass es formal keine Geber und Nehmer mehr geben soll, sondern alle sollen lieber Nehmer von Steueranteilen, die das Bundesgesetz ihnen zuteilt, werden. So hat das Professor Koriot in einem aktuellen Beitrag beim IFO-Schnelldienst beschrieben. Ich vermag in diesem Verzicht auf Solidarität untereinander keine Stärkung unseres Föderalismus erkennen. Die eigentliche Schwäche der Reform liegt allerdings für mich darin, und da komme ich auf Ihre Verantwortung, Herr Schäuble, dass die drängendsten Herausforderungen unseres Föderalismus auch und das, was in der Zukunft als Herausforderung sichtbar ist, nicht zielgenau angegangen wird. Und das liegt nämlich in der wachsenden Spreizung von armen und reichen Regionen. Treiber dieses Trends ist der demografische Wandel und auch der sozialräumliche Wandel, den wir ja kennen. Es gibt Wegzugsregionen, Zuzugsregionen. Und wir haben ein System in unserem Föderalismus, wo der Maßstab des Ausgleichs als Finanzkraft pro Kopf gemessen wird. Und da muss man sich doch mal fragen, wenn man diese Trends von Demografie und sozialräumlichem Wandel hat, ob dieser Maßstab Finanzkraft pro Kopf in überalterten Regionen mit schwacher Finanzkraft und Wirtschaftskraft überhaupt noch richtig ist. Und das wäre Ihre Verantwortung gewesen, diesen Gedanken von demografischem und sozialräumlichem Wandel als grundsätzliche Analyse zum Ausgangspunkt der Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu machen. Sie haben den Bundestag bewusst nicht einbezogen mit Ihrem Setting. Die Verantwortung tragen leider auch die großen Fraktionen hier im Haus. Aber dass wir das nicht im Rahmen einer sorgfältigen Analyse als Grundlage für unsere Reformüberlegungen nehmen, das ist wirklich peinlich und auch inhaltlich der Herausforderung nicht angemessen. Und wir beklagen gerade den Frust von Menschen, die sagen, die öffentliche Infrastruktur ist in bestimmten Regionen dieses Landes nicht gewährleistet. Das hat politische Folgen. Wir haben hier nicht die Chance ergriffen, dem auch vernünftig entgegenzuwirken. Ich muss das noch mal ganz deutlich unterstreichen, was Herr Schneider angedeutet hat. Es gibt natürlich längst wissenschaftliche Untersuchungen zur Auswirkung dieser Reform. Und diese zum Beispiel Untersuchung von Professor Lenk für die Uni Leipzig kommt zu dem Ergebnis, dass ab 2020 die wirklich starken Länder überproportional profitieren werden und die schwachen nicht. Das ist genau das Gegenteil, was wir brauchen für den Ausgleich in unserem Land. Aber
es gibt auch Licht. Und das Licht ist eigentlich eine Korrektur und eine Selbstkorrektur der Großen Koalition. Die grundgesetzliche Erweiterung der Mitfinanzierungskompetenz des Bundes im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur für finanzschwache Kommunen, das ist das Licht in diesem Reformbauwerk. Und das ist wirklich notwendig und überfällig gewesen. Herr Schneider hat es ja zugegeben, das war ein Fehler der vorhergegangenen Föderalismusreform. Und dass wir jetzt finanzschwache Kommunen gezielt und insbesondere mit Blick auf die Bildungsinfrastruktur vom Bund aus mitfinanzieren können, wird von den Grünen ausdrücklich unterstützt. Aber wir sagen auch, diese schmale Öffnung in unserer Verfassung ist nur ein erster Schritt. Wir halten fest an der vollständigen Aufhebung des Kooperationsverbotes. Wir halten das auch gerade als wesentliche Zukunftsaufgabe für unsere Gesellschaft für notwendig und werden auch weiter daran arbeiten. Und ich sage auch ganz deutlich in Richtung Länder, wenn der Bund jetzt finanzschwache Kommunen unterstützt in der Bildungsinfrastruktur, dann werden wir auch auf den Bundeseinfluss achten. Es gibt noch viele andere Punkte bei dieser Reform. Meine Kollegin wird noch auf den wichtigen Punkt Verkehrsinfrastruktur eingehen. Gut, dass wir uns hier wenigstens ausführlich Zeit nehmen, in mehreren Anhörungen dieses Gesetzeswerk zu beraten. Und ich rufe die Große Koalition auf, lassen Sie uns bitte auch Verbesserungen vornehmen. Die sind notwendig. Wir sollten das nicht scheuen. Und trotzdem müssen wir vor dem Sommer zum Abschluss kommen. Das brauchen insbesondere die Länder, und dann werden die schon mitziehen. Schönen Dank.